Hallo, ich bin Franzi. Apparently mache ich PowerPoint-Karaoke. habe Themen mitgebracht. Ich habe aber keine Ahnung davon, deswegen suche ich Leute, die sich mit diesen Themen auskennen. Und wer am Anfang kommt, hat die Chance, sich was auszudenken. Wenn ihr nicht gestreamt werden möchtet, dann sagt das bitte vorher. Dann wird STB da hinten auf Slides Only schalten. Das heißt, ihr seid nur zu hören und nicht zu sehen. Kommt doch mal hier nach vorne, wer möchte. Ja, ihr dürft auch zu zweit vortragen, wenn ihr das möchtet. Ihr kriegt aber nicht doppelt so viel Zeit. Okay. Hallo. Hallo, hier kommt ein zweites Mikrofon. Hallo, hier ist das VOG mit einem zweiten Mikrofon. Ah, Sophie ist da. Ja. Ich dachte, Sophie ist im Medientheater. ich versuche an beiden Orten gleichzeitig zu sein. Hallo, ja. Kunzi. Hallo. Welche Themen sind denn schon durch? Keine. Ach so, oh. Gerade noch rechtzeitig. Welches Thema möchtest du denn haben? Ich würde mich kurz mit Leso abstimmen. Geile was? Gulaschgesellschaft? Ja, können wir machen, ja. Ja, okay. Okay. Ich habe einen Timer und ich gebe dir das Mikrofon und dann gebe ich dir. Hier ist ein Presenter und. Okay. Ich habe doch keine Ahnung davon. Test, Test, Test. Alles klar. Ja, herzlich willkommen zu unserer Jahrespräsentation der GGG. Also Timer. Okay. Herzlich willkommen zu unserer Jahresinvestorenpräsentation der GG GmbH. Also das ist die geile Gulasch gemeinnützige GmbH. Alle Aktionäre sind herzlich willkommen und mein Kollege wird jetzt anfangen. Genau, ich bin Leso aus Darmstadt und wir beginnen auch gleich mit der ersten Folie, beziehungsweise hier ist nochmal aufgeführt, dass es also die geile Gulasch-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Gulasch ist unser Business, sieht man ja auch draußen, der Ansturm ist riesengroß, also wenn ihr versucht habt, Gulasch zu bekommen, viel Erfolg, es dauert so 2 Stunden. Halbe Stunde, ja. Möchtest du? Ja, also wir haben dieses Jahr überlegt, mit Gulasch Market Shares zu operieren. Und es ist sozusagen im 1990 ist unser Gulasch sehr ungeil gewesen, weil wir hatten da ein Problem mit Gammelfleisch, ist vielleicht dein Begriff. Das Problem ließ sich leider nicht lösen, bis irgendwann wir wieder eine bessere Fleischqualität hatten und auch veganes Fleisch bekommen haben. Im Jahre 2020 hat leider die Kollegin, die das abgetippt hat, irgendwie die Werte vertauscht. Deswegen ja, dieser Bereich, ist sehr wichtig. Ja. So ein Dreh drin, aber das bitte wegdenken. Ab 2010 ist es dann natürlich auch KI gestützt, deshalb ja auch diese schöne Spiegelung, weil das Modell also einfach gelernt hat und dann sich dachte, ich zeichne jetzt meine Vase und ja, genau. Und hier ist dann auch die Helix zu erkennen, weil es dann langsam anfängt, Leben zu erschaffen in der primitiven Darstellung, die es hat, die Möglichkeit, also einen Graphen zu zeichnen. Genau. Genau, und also es war die Aufgabe, die Niceness in Prozent anzugeben. Stimmt. Und es gab aber zuerst nur das Item, wie ungeil finden Sie unser Gulasch, bis uns dann ungefähr 2002 aufgefallen ist, dass es natürlich auch die Frage geben sollte, wie geil ist das Gulasch, um es ein bisschen positiver zu formulieren. Und von dort an ist es dann natürlich auch ein bisschen gestiegen. Genau. Kommen wir jetzt zur Lösung, die sich aus diesem Graphen ergeben hat. Veganes Gulasch. Veganes Gulasch ist super gut eingeschlagen bei all diesen Leuten. Hier auch die Diversität der GPN nochmal wunderbar hervorgehoben. Also wir haben darauf geachtet, dass es hier sehr ausgeglichen ist. Und das ist auch unser Team. Wir beantworten jetzt außerdem die Frage, why are we the ones to solve the problem we identified?
Genau, also wir haben unsere Aktionäre natürlich gefragt, beziehungsweise unsere Gesellschafter und die Stakeholder. Was ist Gulasch-Steak. Gulasch-Stakeholder, genau. Was ist Ihnen wichtig bei einem Gulasch? Und es kam natürlich zu der Frage der Kühlkette. Diese konnte nicht immer gewährleistet werden und auch aufgrund der Gammelfleischprobleme haben wir uns dann entschieden, komplett auf veganes Gulasch umzustellen. Was natürlich auch die Frage wieder hatte, Tofu versus Seitan. Also wir haben da wirklich Kriege geführt im Büro. Die Tofu-Riege, die Seitan-Riege. Dann kam jemand, ja, man kann auch aus Erbsen einen Fleischersatz machen und man kann das Fleisch ganz weglassen, durch Gemüse ersetzen. Das war wirklich ein harter Kampf und wir haben dann die gute, perfekte Rezeptur gefunden und die wird jeden Tag neu verfeinert und wir hoffen, die ist ganz gut gelungen. Ja. Genau. Ist auch wichtig, dass Ronnie Reeder gutes Essen mag. So, hier noch unser Appendix. Wir haben uns gut vorbereitet und haben unsere Namen im Vorfeld eingetragen. Genau, falls noch Fragen offen sind, schaue ich mal, es geht noch weiter. Das dachte ich mir schon. Ja, wie es funktioniert, haben wir jetzt schon angerissen. Genau, also zuerst wird das Seitan eingeweicht in Wasser, dann wird es mit Gewürzen versehen. Hier und symbolisiert durch den mittelgroßen Kreis. Zum Schluss wird es noch in der Pfanne angebraten. Wichtig ist, dass man das Spritzschutzgitter auflegt, weil sonst Fettverbrennungen vorgekommen sind in den letzten Jahren und diese wollten wir unserem Personal dieses Jahr ersparen und genau, das ist nicht gut für die Stickoxide. Danke für den Input. Ja, der Kollege hätte auch selbst auf die Bühne kommen, es erklären, weil er ist ein bisschen schüchtern. Genau. Ja, schauen wir mal. Hallo? Ich glaube, okay. Genau. Step 1 fällt runter. Genau. Ach, genau. Ja, genau. Also der erste Schritt ist, also dann in diesem Fall, wie er gerade erklärt hat, Gulasch zu machen. Der zweite Schritt, auch symbolisch nochmal, eat Gulasch. Gulasch, ja. Gulasch ist sogar richtig, richtig geschrieben. Eat Gulasch, ja. Seltsam. Wenn man immer nur gulasch.ch liest, dann liest sich das ein bisschen komisch, wenn es mal richtig geschrieben ist. Ich habe irgendwie Angst vor dem dritten Schritt, Schritt, ne? Zwei. Genau, ja. Nice. Okay, gut. Es führt alles wieder zurück. Es führt alles wieder zurück. Die Niceness steigt. Und deshalb ist der Kreis hier auch groß, weil vergrößern heißt verbessern. Und genau. Haben wir ja bei Wolkig mit Austria-Flash. Genau. GPS genau. Und RFID. Wir haben natürlich. Was hier jetzt noch fehlt, die Folien sind ein bisschen älter: 5G. 5G? Offensichtlich, ja. Genau. Und ja. Dankeschön. Wo ist hier die nächste Folie? Während Kunzi hier irgendwie Folien sucht, es gibt da, glaube ich, neben dem Eingang einen Schalter für Lüftung an. Ist der da schon, ist der heute schon mal gedrückt worden? Wir sollten hier irgendwie mal wenigstens ein kleines bisschen Luftzirkulation hinbekommen. Ja. So. Keine Reaktion. Ja, irgendwas macht da oben Geräusch. Das wird schon passen. Okay, wer möchte dann als nächstes? Da stehen schon ein Haufen Leute. Du. über was wirst du denn heute vortragen? Ich habe mich ganz arg auf How to Master Anything vorbereitet. Ja, sehr gut. Dann, ich muss dieses Mal dran denken, meinen Chunk mitzunehmen. Danke an die GPN-Bar. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, inzwischen das Rumpeln ist die Lounge. Ja. Aber wenn man sich einbildet, dass die Lüftung geht, dann... Ja, guten Tag allerseits. Ich bin Christine und ich, wie gesagt, na gut, schade. Ich habe mich sehr stark darauf vorbereitet, diese wunderbare Präsentation vorzutragen. Und ich kann es kaum lesen. Hier sehe ich mehr. Also generell, wenn man irgendwas lernen möchte, dann... geht es ja natürlich immer darum, dass man sich erstmal schaut, was ist eigentlich alles notwendig, um irgendwas zu erlernen. Und dazu gehört natürlich immer die entsprechende Leidenschaft dafür, der Wille, das Ganze auch durchzuziehen, dass man das Ganze lernt, dass man daran wächst, dass man Fehler macht, etc. Und ohne das geht es gar nicht. Also
Das kennt, glaube ich, auch jeder. Da ist ein bisschen was an der Folie kaputt gegangen, aber sowas passiert, ne? Aber generell immer das Ziel im Auge behalten und sich klare Ziele setzen, dass man nicht sagt, okay, auf der Mitte habe ich vergessen, was ist das Ziel, bin schräg abgebogen und habe was Neues erfunden, anstatt eine neue Programmiersprache gelernt. Das passiert manchmal, aber genau. Also erstmal klar machen, was man lernen möchte, und dann hat man schon mal ein Ziel vor Augen, wo man hingehen kann. In dem Fall, wie ich jetzt schon 5-mal gesagt habe, ein Ziel vor Augen haben, dass sich klar machen, was man da machen möchte, dann, jetzt kommt was Neues, dann auch einzelne Schritte vorbereiten, wie man langsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten kann, und dann ganz wichtig, damit man eben das Ziel nicht vor Augen verliert, auch diese einzelnen Stufen nacheinander aufschreiben, dass man weiß, den Schritt habe ich schon hinter mir, den nächsten muss ich jetzt erstmal anfangen. Wenn man dann diese ganzen Schritte gemacht hat und seine Liste abarbeitet, so langsam aber sicher, dann muss man auch, hilft es oft, wenn man dann Freunde und Verwandte fragt, hey, meinst du, ich habe wirklich alle diese Schritte nacheinander durchgefahren? Und ja, und dieses Feedback kann man dann auch wieder einarbeiten für die nächsten Schritte. wenn man im Prinzip sein Ziel vor Augen hat und es tatsächlich ein etwas schwierigeres Ziel ist, wie zum Beispiel, wenn man eine Programmiersprache lernen möchte oder irgendwas, wo man nicht mehr einfach nur, bei Programmiersprachen ist jetzt ein blödes Beispiel, aber irgendwas, wo man einfach mehr Hilfe braucht, als nur kurz im Internet was zu googeln, dann könnte man sich zum Beispiel in einer Universität einschreiben. Die helfen einem auch mit den ganzen Schritten und dem ganzen Ziel vor Augen. Sie helfen einem auch mit dem Feedback, sie helfen auch einem mit dem ganzen Schritten, die man erstmal erklären muss und suchen muss. Und also Universitäten können einem doch durchaus helfen, Ziele zu erreichen. Und wir sind immer noch bei den Schritten. Es tut mir leid, ich würde gerne von den Schritten ein bisschen weg, aber genau, also man kann das Ganze auch in Schritte, ohne die Schritte genau zu wissen, aufarbeiten, indem man erstmal damit anfängt, wer hat alles, also Leute zu fragen, wie seid ihr vorgegangen, was habt ihr gemacht, um zu diesem Ziel zu kommen. Dann kann man den zweiten Schritt, der in dem Gesamten, den man allgemein anwenden kann, nehmen und schauen, was haben diese anderen gemacht, um das Ziel zu erreichen. Dann kann man diese Strategien im dritten Schritt dann kopieren und im vierten Schritt das selbst anwenden. Und heutzutage ist alles auch einfacher mit ChatGPT geworden. Wenn man irgendwelche Fragen hat, muss man sich nicht mehr mit lähmenden Google-Fragen die Zeit totschlagen, sondern man kann einfach ChatGPT fragen, ob das für einen das sucht. Und ChatGPT antwortet dann immer mit hilfreichen Antworten, wie zum Beispiel, diese Frage, die du eingegeben hast, ist wirklich eine gute Frage. Ob das jetzt für die einzelnen Schritte und die Zielerreichung wirklich so hilft, sei mal dahingestellt. Und ich würde sagen, zusammengefasst, man muss Schritte haben, um die Zukunft, um die Ziele zu erreichen. Punktlandung. Danke. Perfekt. Cool, vielen Dank. Help. Da melden sich so viele Menschen. Da sind Menschen mit Öhrchen. Menschen mit Öhrchen sind cool. Yay. Gib mir mal das Mikrofon. Aber was willst du denn heute vor? Hallo, hallo. Ich würde Linux nehmen gerne. Du möchtest uns etwas über Linux erzählen. Da bin ich ja offensichtlich ein Vollprofi manchmal. Okay. Nach 3 Chunks besser. Ihr wisst ja, always drink in sudo. Okay, dann...
Das ist tatsächlich erst mein zweiter. Also ich könnte unqualifizierte Dinge von mir geben heute. Das tut mir dann leid. Okay, hier ist dein Presenter und... Wunderbar. Viel Spaß. Ja, dann erzähle ich euch heute mit Freuden etwas über Linux. Ihr alle kennt Linux. Linux ist sehr gut. By the way, I use Arch Linux. Und in fact heißt das ja eigentlich GNU Linux. Weil das wisst ihr alle, weil ohne dieses GNU könnte dieses Linux ja gar nicht reiten, weil das muss ja auf diesem GNU drauf sitzen. Das funktioniert ja sonst gar nicht. Wo reiten solche GNUs? Naja, die reiten in solchen lustigen Schränken, wo da so ganz viel laut schreiende Hardware mit ganz vielen Lüftern drin steckt. Manche Leute nennen das Server, glaube ich, habe ich mal gehört. Kann da jemand im Publikum was dazu sagen? Natürlich, oh, so ein ThinkPad habe ich sogar. Auf diesen ganz alten ThinkPads läuft natürlich auch Linux. Heutzutage bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch so gut funktioniert. Ich glaube, heutzutage hat man Minix auf seiner Intel ME laufen. Die andere wichtige Frage ist natürlich, wer Linux benutzt. Linux wird offensichtlich von Pinguinen benutzt, die auf GNUs reiten, weil das machen Pinguine so. Habt ihr euch schon mal gefragt? Ich meine, am Nordpol gibt es ja keine Autos. Das geht ja gar nicht sonst. Und natürlich süße kleine Fuchsdamen mit Katzenohren, die nutzen auch Linux in ihren überraschend schmalen elektrischen Geräten, aus denen Kabel raushängen. Mein Laptop sieht anders aus, aber ich bin auch kein Fuchs. Vielleicht haben die das anders. Und wie benutzen wir Linux? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Wir benutzen natürlich Arch Linux. Also das ist klar, das habe ich eingangs ja schon erwähnt. und weil wir natürlich ernstzunehmende Hacker sind, haben wir halt im Hintergrund auch ein Terminal offen. Weil also ohne Terminals können wir Linux gar nicht benutzen. Ansonsten können wir natürlich die System Settings von KDE öffnen. Das ist sehr wichtig, weil da sehen wir ja dann, dass wir Arch Linux nutzen. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Terminals sind sehr gut, fühlen uns sehr, sehr Hexor dabei. Deswegen machen wir immer einen Hardtop auf. Damit wir nämlich auch ganz viel, warum steht da Java? Das muss ein Fehler in der Folie sein. Ich mach mal weiter. Okay, sehr gut. Also ich hoffe, ich konnte euch beibringen, was dieses Linux so kann und warum es gut ist. Und benutzt mehr Linux. Dankeschön. Okay, dieses Folienset war anscheinend zu langsam. Zu kurz. Was an? Grüße an die GPN-Bar. Wie geht Computer? Ja. Okay. So viele Menschen. Sophie, zeig mal auf Menschen. Eine Dame mit blonden Haaren. Menschen mit Regenbogensocken. Ein Duett. Hi, über was möchtet ihr denn vortragen? Wir würden gerne über Veränderungsprozesse reden. Die Veränderungsprozesse. Oh. Sehr gutes Thema. Ja. Dankeschön. Hallo. Wir reden heute über Veränderungsprozesse. Wie Sie sehen, verändert sich das hier gleich zu unserer Präsentation. Also wir sind schon komplett im Prozess drin, weil Prozesse sind ja fließende Dinge, nicht statisch. Ne? Ganz wichtig. Hier ist euer Präsenter. Nimm du doch mal. Nein, nimm du das. Ich weiß hier nicht, wo ich klicken muss. Das ist jetzt purer Randomness, ja? Ja, ihr habt euch bestimmt schon mal alle nach Veränderung gesehnt. Und wahrscheinlich habt ihr das in Kommunikation mit einem anderen Menschen herausgefunden. Und wir sind heute für euch da, um euch bei euren Veränderungsprozessen sanft zu begleiten. Genau. Das ist der falsche Knopf, wollte ich nur mal gesagt haben. Also zuerst, verändernde Strukturen bestehen ja immer in verbundenen Netzen. Jetzt muss man für sich selbst herausfinden, an welchem Punkt stehe ich denn in meinem Leben? Wohin möchte ich mich verändern? Was ist an mir veränderungswert? Wie Sie sehen, sieht man hier Punkte in einem Netz,
von dem man sich wegverändern kann oder hin. Wohin? Das bleibt einem selbst überlassen. Der klassische Veränderungsprozess beginnt immer mit einem Aha-Moment. So ein Aha-Moment kann zum Beispiel auf der GPN sein, wenn ihr jemanden seht, der was Cooles macht und denkt, aha, das will ich auch machen. Genau, daraus wird dann das kritische Denken angestoßen, wo man denkt, wie viele Laptops sind hier eigentlich? Wie viele Telefone? Und wie viele davon benutzen vernünftige Betriebssysteme, die man actually erleiden kann im Gegensatz zu anderen? Und wie hoch ist die Stromrechnung am Ende? Genau, hat das auch irgendwas mit VR zu tun? Ich weiß es ja nicht. Also Veränderung, da verändern wir uns ja hin, weg von dem Desktop hin zu VR. Oder vielleicht auch nicht. Und Hauptsache, da ist kein Meta mit drin und so. Und bitte kein Facebook, ja? Danke. Genau. Die Definition von Wahnsinn ist ja immer dasselbe zu tun und andere Dinge zu erwarten. Darum ist Wahnsinn ja auch die einzig normale Reaktion im Leben, wie man versucht, etwas zu schaffen, weil ich verändere mich immer auf dieselben Art und Weise und es klappt auch jedes Mal. Ausnahmslos? Nicht. Wie wir schon gesagt haben, möchten wir den Fokus auf den Veränderungsprozess legen. Und der Prozess ist ja immer ein Prozess. Und deswegen hat der Prozess verschiedene Schritte, die man auch hier sehr gut zusammenfassen kann. In so einem Prozess kann man sich sehr gut unterstützen lassen, indem man mit anderen zusammenarbeitet. Manchmal geht die Veränderung dann auch in eine ganz andere Richtung, aber das haben Prozesse nun mal so an sich. Das drückt auch einfach nur die Kreativität aus, die tief in uns ruht. Und das kritische Denken, das kann man auch weglassen, wenn man möchte. Genau. Das ist einer dieser Prozesse, den man natürlich im Task Manager, am besten natürlich dem wie vorigen Vortrag bereits genannten Hardtop, einfach terminieren kann, wenn man genug davon gehabt hat und denkt, ach, warum nicht einfach mal? Einfach machen. Gibt es noch Fragen zu dem Thema Veränderungsprozesse? Genau. Weil sonst müsste ich, wie jeder Prozess im Leben, auch dieser hier in eine andere Präsentation weiter verändern. Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass ihr auch gerne unser Veränderungsprozessprogramm kaufen könnt. Das kostet nur 100,99 € und ich verspreche euch, es wird euch verändern. Hier sind noch Publikumsfragen, also das Coolste, ja. Ja, bitte abonniert unseren Podcast, ganz wichtig. Und abonnieren nicht vergessen, ja? Ja, und ganz wichtig, die scheiß Glocke anmachen. Cool. Danke. Da. So, wer möchte denn einen Vortrag über die Bahn halten? Da hinten wackeln Menschen ganz begeistert. Ja, ihr könnt auch zu zweit machen. Willst du zu zweit machen? Sure. Also du darfst dir jetzt jemanden aussuchen. Komm, du hast gefragt. So. Ich sag euch gleich, ich hab geschlampt. Es gibt nur 4 Folien. 4? Ja, aber es ist kein Problem. Ihr, Wir drücken einfach nicht. Das ist eine gute Idee. Hier ist euer Presenter. Möchtest du drücken oder reden? Ja, hallo. Mach mal. Die zweite Hälfte ist noch stumm. Technik und so. Top. Das ist super. Die Bahn mag 5 Minuten mehr. Also, ich freue mich auch immer, wenn ich dann so schöne Landschaften richtig jede einzelne Blume genießen kann. Ja, oder halt auch nicht, weil ich stehe am Bahnhof. Ja, also ja. Manchmal macht es auch einen anderen psychischen Effekt, wenn ich in der Bahn sitze und die Bahn nicht fährt, aber ich sitze in der Bahn. Aber wenn du drin sitzt, und die dann weißt du ja, du kommst irgendwann vielleicht an. So wie unser Vortrag. Wir sprechen heute über die Bahn, weil die Bahn ist da und das ist irgendwie cool, aber
ich bin auch da und ich möchte woanders hin. Es geht wie gewohnt später los, ne? Aber es sind alle da, bis auf die Bahn. Alle? Ja. Ja, ja. Aber dann, wir können ja zumindest mal so einen Blick auf die Strecke werfen, oder? Ja. Vielleicht kommt da ja noch was Schönes. Ja, technische nicht, Schwierigkeiten. Vielleicht nicht zurück, sondern vorwärts? Ja. Wer fährt mit der Bahn? Oder vielleicht auch, wer ist die Bahn? Das ist die Bahn. Das ist super toll. Und da ist auch schon so viel Zug dabei bei den beiden Logos. So viel Zug. Also ich sehe eine Strecke. Ich sehe eine Strecke, ja. Das und ein bisschen rotes Signal. Na gut. Das ist für die ruhige Stimmung. Kennst du das zu Hause, wenn du das so anmachst und das so schwingt und du ganz beruhigt? Da werde ich richtig ruhig, ne? Da werde ich so richtig ruhig. So richtig ruhig! Ja, und... Das ist nicht die Bahn oder nur für Reiche, weil der Rest steht so am Bahnsteig und wartet auf die S-Bahn. Manchmal fährst du auch doppelstückig. Ja, das ist für Reiche, die sich nicht so reich fühlen heute. Teppichregion. Egal. Das Ding ist Teppich, ja eh. Ach so, weil das Ding Teppich ja... Näher an den Mund. Verstehe ich. Passiert immer noch. Ja, was haben wir denn sonst noch Schönes heute mitgebracht? Das ist der E! Ja, und im Vergleich zu gerade, ne, wir haben jetzt auch das rote Zeichen mit eingebaut. Ja, also einfach mal die Farbe vom Logo mit in den Zug rein, dann fährt ihr direkt fast schon schneller. Das Ding hat zwei Stöcke, damit wir uns auch stapeln können. Weil. Ja, neben dem Gepäck, ne? Ja. Und hat mehr Waggons, damit in einem die Toilette funktioniert. Es ist so klar. Ja. Und deshalb hat er auch mehrere Türen. Kaputt. Alles ist bei der Bahn kaputt. Signale oder Weichen? Ah, die IT-Infrastruktur. Welche IT-Infrastruktur? Da sind Relais. Nee, die läuft dezentral mit dem Rest. Also nicht reden, weil sonst kommen ja Signale durch, die was kaputt machen und dann lässt man das lieber direkt weg. Aber sie ist da. Ja, und wir haben ein zweites Kabel neben das erste Kabel gelegt, weil so Redundanz funktioniert. Klimaanlagen sind kaputt, aber hier auch. Ja, die ist schon wieder aus, ne? Ja. Und die funktionieren auch immer dann, wenn man sie nicht braucht. Ich finde es interessant, die funktionieren im tiefsten Winter, aber sobald sie was zu tun haben... Ja, die machen da kälter. Ja, ja. Ja, und im Sommer irgendwie anders. Hat jemand in Karlsruhe so 16 Uhr schon mal in der S-Bahn gesessen? Bei 45 Grad? Eine halbe Stunde zu spät? Die alle. Das sieht aus wie ein Köller am Bahnsteig. Nee, da ist schmaler. True. Wir sind wahrscheinlich über die Zeit, aber die Bahn auch. Wir hoffen, ihr habt nochmal richtig viel Lust auf Bahnfahren bekommen. Danke sehr. Ja, danke schön. Hat jemand die Folie noch, die Themen noch im Kopf? Will einer ohne? Wer hat zuerst das Entropia gesagt? Ja. Gut, dann bitteschön. Wer will? Ist mir egal. Ja, bitteschön. Achso, ich kann. Hallo zusammen. Den Knopf unter dem roten Dings da drücken. Das rote Ding, das gelb ist. Funktioniere ich jetzt? Sehr gut. Wer möchte den? Bitteschön. Total gern. Das hat ja hier mit dem Mikro schon gut geklappt. Ja. Das Entropia. Gut, dann. Bitteschön.
Ich stelle mich kurz vor, ich bin Dennis, ich bin nicht freiwillig hier. Ja, ich bin Henry, mir geht's genauso. Das ist voll gelogen. Ich hab dich reingeholt. Nein, nein, du bist schon freiwillig hier. Das Entropia, das ist ein super wichtiges Thema. Also ich habe noch nie einen Vortrag dazu gehört und wir haben uns jetzt gedacht, wir müssen auf jeden Fall mal einen Vortrag dazu halten, um dem Thema so ein bisschen Bewusstsein zu geben. Also dass das sich so ein bisschen setzt, dass die Leute auch mal drüber nachdenken und das nicht einfach nur vergessen oder gar nicht wissen, was Entropia eigentlich ist. Und wir hoffen, dass nach dem Vortrag, dass ihr dann seid, wenn ihr Entropia hört, dass ihr dann denkt, Entropie, ah. Das Entropia e.V., es ist super wichtig. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt gerade Zeit habt, holt das Handy raus, googelt es, lest es euch durch. Das wird helfen, weil der Vortrag wird super kompliziert. Fragen einfach, wir haben gar keine Zeit, lasst es mit den Fragen. Genau, hier sehen wir auch schon in Rot eine angedeutete Struktur von Entropia. Und ganz wichtig ist natürlich auch Trollen.jetzt. Deswegen zeigen da auch die vielen Pfeile drauf. Genau, das hatten wir schon vorhin. Natürlich ist auch das Entropia verändert sich und beinhaltet natürlich auch viel Entropie da drin. Das ist ein schöner Einwurf. Wir unterliegen ja alle der Entropie, was so der gemeinste Vorgang der Veränderung ist, weil Entropie nicht umkehrbar ist. Genau, hier ist allerdings ein bisschen das Gegenteil von Entropie zu sehen. Geordnetes Entropia, aber irgendwie auch schon. Also wir packen quasi die Entropie in Boxen. Das heißt, es ist immer noch Entropie da, aber irgendwie geordneter. Das zeigt halt schön, dass man Entropie zwar nicht zerstören kann, aber man kann es exportieren. Dafür muss man es in graue Kisten verpacken, beschriften und verschicken. Hier ist noch nicht so ganz alles verpackt. Aber die Entropie als Maß für Unordnung ist groß. Auch an den vielen Farben erkennbar. Aber das Schöne ist, man muss das nicht erleiden. Ja, man kann durchatmen, Kraft fassen, sich eine kleine Liste machen, einen Kaffee kochen, alles in Kisten verpacken und weg. Genau. Wer ist eigentlich Chef vom Entropia? Die beiden, das sind die Chefs. Ja, Hi und Kai. Hi steht natürlich kurz für Heirald. Beide Chefs mit Biss. Das Schöne ist, sie also sie sehen halt viel gefährlicher aus, als sie es eigentlich sind. Ja, das ist also da können wir beide dafür sprechen. Die sind ganz kuschelig. Und dass sie gefährlich aussehen, ist natürlich immer vorteilhaft, wenn es um irgendwelche Streitigkeiten geht nach außen. Ja, man wird dann einfach, also man schnappt sie sich und drückt sie und die Welt ist ein bisschen besser. Die Entropie wird davon nicht weniger, aber man kann sie besser ertragen. Man nimmt die Entropie in sich auf. Und schluckt sie langsam runter. Wo wir schon bei schluckt sie langsam runter sind, auch was viel geschluckt wird im Entropia ist, Mate. Überleitung kann ich gut. ja, das Problem dabei ist natürlich, da sind wir wieder bei Entropie und Veränderungsprozessen. Man muss das Ding halt aufmachen und man kann es nicht mehr so richtig schließen. Eine geöffnete Mate ist was anderes als eine ungeöffnete Mate. Genau, und wir sehen auch, es ist nicht auch alles die gleiche Mate. Das heißt, schon da ist auch ein bisschen Entropie drin. Aber die Profis kriegen das auch hin. Also ich habe das heute erlebt. Ich weiß nicht, ob ich die Person nennen darf, deswegen glaubt es mir einfach, dass es ihn gibt. Es gibt Leute, die trinken auch Sachen, die einfach offen waren und unbekannter Herkunft. Mit viel Mut, mit viel Stärke. Unbekannte Herkunft. Das könnte alles sein. Aber man trinkt es. Ich bin also props to you, unknown man. Wo wir es schon vorhin von Kuscheln hatten, das kann natürlich auch mit einer Decke sehr sinnvoll sein. Vor allen Dingen, wenn einem kalt ist. Und ihr könnt euch das jetzt gerade schwer vorstellen, das verstehe ich. Nee. Aber das kommt vor. Und hier sehen wir auch wieder das Muster, die Entropie. Wir sehen hier verschiedene Nullen und Einsen, die quasi das Background-Rauschen darstellen.
Und das verdeckt quasi das wesentliche Bild. Also man guckt sich's an. Dankeschön. Dankeschön. Ich drücke hier wieder auf Mute. So. Next up. Bitteschön. Ich glaube, wir haben nur noch, ja, genau, es gibt nur noch eins. Und dann sind wir deutlich früher fertig, als ich dachte. Du kannst gerne dieses Mikrofon benutzen und die hier ist ein Presenter und nein, diese ganzen Folien sind mit Liebe handgemacht. Danke auch an Sophie und an Jaden, die leider heute nicht hier sein kann. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit ChatGPT mache, aber ich bin anscheinend kreativ genug, oder wir sind kreativ genug, um das von Hand zu machen. Und, ja, bitte, dieses Smartphone brauche ich. Hier ist ein Presenter und... Achso, ihr seid zu zweit. Wir sind zu zweit, ja. Ja, sehr schön. Danke. Bitteschön. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über Healthy Habits. Oder Health Habits? So könnt ihr ein bisschen Instagram in euer Leben bringen für euren Healthy Smoothie und eure Healthy Ostereier. So, wir stellen uns einmal vor. Mein Name ist Winter. Du bist? Ich bin Nina. Und wir fangen einmal an. Joa. Was gibt's eigentlich für Nerds irgendwie für Healthy Habits? Tja, das ist ganz einfach. Das Wichtigste ist, spart euch den Gang zur Toilette nicht, Leute. Flaschen sind keine Alternative. Also, ehrlich. Joa, ich glaube, Chunk trinken, das ist schon mal eine gute Alternative, oder? Aber sicher. Aber dann bloß nicht den Becher recyceln. Also, man muss dann auch wieder zur Bar gehen und sich extra einen neuen Becher besorgen, weil das stärkt das Immunsystem ungemein. Wenn ihr einfach ein bisschen lauft. Leute, ist einmal schöne Beine. Kann man immer machen. Das verbrennt Kalorien. So. Es gibt fünf schöne. Das Wichtigste ist natürlich zu essen. Wir haben gerade gesehen, Ostereier sind da ganz oben auf dem Speiseplan. Leute, Wasser gibt es auch. Also nicht immer nur die Club Mate saufen. Und wenn dann bitte... Immer gucken, dass es vegan ist, weil, oh mein Gott, vegan ist so healthy, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann schläft man. Leute, wie viel Schlaf habt ihr heute bekommen? Einmal kurz Fingerchen. Also auch von den ganzenjenigen, die jetzt ihre Hände nicht heben, kann ich mir irgendwie ein Hand, nicht zwei... Das Schönste ist, wenn ihr drei sagt und vier Finger hochhaltet, dann weiß man schon, wie viel Schlaf ihr bekommen habt. Ja, dann codet man. Dann codet man. Man hockt sich erstmal hin. Einmal so schön, einmal zack, einmal schön mit gebückten Nacken. Man kann dabei auch so Squats machen. Immer beim Runtergehen neuer Buchstabe. Und man macht es wieder und wieder und wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 und dann irgendwann nur noch 5. Die Klammern bitte nicht vergessen und die Semikolons, die sind ganz wichtig. Anschließend wiederholt ihr das Ganze und das Wichtige ist, das ist erst Step 4. Also ihr seid quasi in diesem Endless Loop von Health und das ist ganz wichtig für euer Leben. Dann ist es natürlich aber auch noch wichtig, ranten. Leute, ich schwitze mich hier gerade voll aus. Ich verbrenne Energie. Wie schön. Boah, aber hier ist es so warm. Wann haben wir letztens gelüftet? Leute, guess? Glaube ich auch. Ja, wir atmen gerade wahrscheinlich so Luft von den letzten 100.000 Leuten an und den ganzen Studentinnen hier. Auch das ist sehr healthy. Also einfach dieser... Ja, es ist super für die Umwelt und es ist auch so eine schöne Saunaatmosphäre. Man kann sich hier einfach mal wohlgehen lassen. Also holt eure Handtücher raus, es wird perfekt.
So, was können wir eigentlich gesund essen? Es gibt Gulasch, Pizza und Mathe. Das ist eigentlich Regelprogramm hier beim GPN. Eigentlich auch beim Entropia, aber erstmal beim GPN. Da ist man natürlich ganz gesund. Man nimmt wahrscheinlich ein gutes Stückchen nicht zu. Es macht sehr viel Spaß, ne? Das Healthy ist ja auch eigentlich dann danach das wieder abnehmen. Also im Prinzip bereitet ihr euch hier auf eure Healthy Routine vor. Ihr ladet quasi sozusagen euch schon mal was auf den Vorbereitungsstapel, dass ihr dann wieder abladen könnt. Ja, ich glaube Pizza machen so, das macht doch Spaß. Und habt ihr das schon mal 5 Minuten lang gemacht? Ja, das ist mies anstrengend. Das können die Leute aus der Küche euch erzählen. Und es gibt Eis. So viel Spaß. Damit verbraucht ihr ganz viele Kalorien, das Ding zu suchen. Da würden wir uns jetzt alle drüber freuen, ne? Also beim Schlaf ist es natürlich auch ganz wichtig, Schlaf muss nicht im Bett stattfinden. Also wir können uns alle darauf einigen, wenn man nur so 3 Stunden Schlaf bekommen hat, wie es ja scheinbar sehr üblich ist, dann kann auch schon mal so eine schöne Couch, das ist hier, davon gibt es ja auch, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das ist, kann man sicher sich dann eine kurz kaufen. Irgendwann geht man einfach ins Lounge, man... Cool. Anscheinend habe ich zu wenige Folien gemacht, weil... Bitte was? Ich glaube, ich habe keine Bonusfolien mehr. Lass mich mal gucken hier. Ja, wir haben eine Bonus-Slide, die ich selber noch nicht gesehen habe. Die ist von Sophie. Wer möchte? Komm, ich mach die Titelfolie auf. Ingo? Das ist perfekt. So, hier ist dein Mikrofon. Hier ist dein Presenter. Moment. Ich brauche noch die hier das Timekeeping-Gerät. Und bitteschön. Ihr habt bestimmt alle schon von DMX 512, dem neuen Racing-Fahrrad, gehört. Dieses ist das neueste auf dem Markt. Wenn ihr noch nicht davon gehört habt, in sämtlichen Fahrradzeitschriften wird es derzeit sehr gut vermarktet. Das einzige Problem ist, es hat leider keinen Sattel. Ja, das wird interessant. Vielleicht sehen wir da auch noch etwas mehr zu. Ja, ihr kennt eine schöne Konzertbühne. Wenn ihr jetzt auf dieser Konzertbühne seid, dann ist einem relativ oft ziemlich langweilig, weil meistens nicht zu dem Zeitpunkt da, wenn die ganzen Leute da sind und einem zuschauen, sondern man ist da und man langweilt sich und man beschließt, da gibt es dieses schöne Fahrrad. Man kann doch mal ein bisschen Spaß haben. Und dann holt man das Fahrrad auf die Bühne und dann tut man gewisse nicht jugendfreie Dinge, die ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Ich habe keinen Plan vom Alter der Leute hier drin, deshalb möchte ich es nicht erklären. dieses Fahrrad ist wirklich das Neueste auf dem Markt. Es ist nicht nur dafür geeignet, sondern ihr könnt damit auch auf dem Rahmen eure Nachrichten schreiben und versenden, indem ihr auf dem Rahmen müsst ihr eine gewisse Tastenkombination drücken und dann könnt ihr die Speichen zupfen und damit dann eine musikalische Nachricht an sämtliche eurer Freunde schicken. Damit könnt ihr dann auch die Lichter und sämtliche Sondereffekte kontrollieren, was aber generell nicht so das Relevante ist, weil
das andere am Fahrrad ist viel cooler. Ja, RGB ist toll, aber warum kauft man das? Es kostet viel zu viel. Tut mir leid, wenn ihr mich jetzt alle hasst. Es war eigentlich nie ein, das ist ein Folienfehler, es war nie ein Dimmer, es war als ein Glow-Up gedacht, denn dieses Fahrrad ist das Beste, was es gibt. Also genial. Wenn ihr schon einmal eigene Protokolle geschrieben habt, dann solltet ihr die definitiv mit besseren ersetzen. Und das solltet ihr auch mit eurem Fahrrad machen. Also ersetzt euer Fahrrad mit dem neuen. Und das ist auch die beste Möglichkeit, wenn ihr eure Controller vernetzen wollt. Okay. Okay. Ja. Ja, also es wird ja jetzt dunkel. Wenn ihr schon immer einmal sehr viel Spaß mit der Polizei haben wolltet, dann könnt ihr jetzt mit Spezialeffekten und einer Nebelmaschine an eurem Fahrrad mit intelligenter Beleuchtung, wenn die Polizei kommt, schaltet es automatisch das Blaulicht an. Und noch den Weihnachtsbeleuchtung, die gibt es aber nur zu Ostern leider. Ist etwas schade. Ich würde sie auch gerne im Hochsommer verwenden, aber leider ist sie nur zu Ostern freigeschaltet. Ist sehr schade. Und ja, damit könnt ihr dann zu euren Konzerten fahren. Ihr könnt das Ganze einmal durch sämtliche Anzeigenposter und elektronische Billboards, kein Plan, was es im Deutschen ist, fahren. Einmal Anlauf nehmen, durchfahren und dann habt ihr Spaß. Hier seht ihr ein Beispiel, derzeit in der Lounge aufgebaut. Die strahlen gerade das Fahrrad an, das leider nicht im Bild zu sehen ist. Also da in etwas das Fahrrad. Ja. Ja. Also hier sehen wir das eine Rad und hier sehen wir das andere Rad. Das da ist die Nebelmaschine und hier ist der Lenker. Und wenn ihr Lust drauf habt, hier könnt ihr euch auch draufsetzen. Den Sattel, ja, Sattelersatz leider nur. Sattel ansonsten wäre hier eingebaut, aber da sind leider die ganzen Knöpfe notwendig gewesen und deshalb wurde das Ganze umgebaut und ja. Dankeschön. Okay. Gut. Jetzt habe ich tatsächlich keine Folien mehr. Ja, könnten wir ChatGPT fragen, allerdings sind in diesem Freifunknetz gerade so viele WLAN-Clients, dass hier Internet ist, leider nicht. Und ich habe das hier das Premium verschlüsselte WLAN vom GPN-NOC leider auf diesem Laptop noch nicht eingerichtet, deswegen müssen wir jetzt leider hier zum Ende kommen. Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Schönen Abend noch, geht in die Lounge, geht zur Bar. Viel Spaß noch auf der GPN.